Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Gammon. Wort? Kollegen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte zeigt, dass wir grundsätzlich ein Problem damit haben, wie solche Positionen wie auch die Universitätsräte in Österreich besetzt werden. Wenn es hier klare Anforderungen gäbe, ein transparentes Verfahren, wie diese denn bestellt werden, dann müssten wir uns auch solchen Debatten nicht stellen. Es ist aber trotzdem klar, und ich weigere mich hier, dem Moralrelativismus hinzugeben, es ist nicht wurscht, wer in einem Universitätsrat drinnen sitzt. Es ist nicht egal, weil es hier um die Bestellung eines Rektors, einer Rektorin geht. Es geht hier darum, die Universität nach außen hin zu repräsentieren. Und es ist doch sehr klar, was haben die Universitäten für Aufgaben zu erledigen? Sie haben auch die Aufgabe zu erledigen, unsere geistige Elite weiterzubilden. Und die ist wichtig für die Entwicklung der liberalen Demokratie, was vielleicht etwas ist, was nicht ganz im Bereich der FPÖ liegt, aber doch in unserem, der ganzen Gesellschaft, unserer liberalen Demokratie nämlich. Und genau deshalb ist der Moralrelativismus und das Relativieren auch dieser Positionen nicht angebracht in dieser Debatte. Es ist nicht wurscht, wer in einem Universitätsrat drinnen sitzt. Aber wenn Sie glauben, dass diese Debatte unnötig ist und man sich auch quasi der Universität sollte sich nicht die Blöße geben müssen, sich überhaupt die Frage stellen zu müssen, ob die Personen überhaupt geeignet sind, in einem Universitätsrat zu sitzen, dann muss man den Bestellungsprozess im Vornhinein anders gestalten. Da muss man schauen, dass es zum Beispiel eine Ausschreibung gibt. Ähnlich wie auch in der Schweiz solche Positionen an Universitäten bestellt werden. Das würde aber bedeuten, dass man für Universitätsräte einen transparenten Bestellungsprozess hat, dass es einen Zertifizierungsprozess gibt, dass es klare Weiterbildungen gibt für Universitätsräte, weil dann muss man sich die Frage überhaupt erst gar nicht stellen, ist diese Person geeignet, in einem Unirat zu sitzen? Und somit hätte sich das hier auch erübrigt.